Habe ich jetzt hier echt 10 Minuten verschwendet, indem ich... Herzlich willkommen zu Amnesia The Dark Descent, gespielt von ButchBob42. Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am Berkeleyplatz in London nie wiedersehen. Doch eine einsame Seele mehr in London erschien irgendwie passend. So sehe ich übrigens aus, wenn ich diese Stimmen mache. Ich bin jetzt dran. Ja, los geht's. Okay, ich muss mich erstmal hier an das Ganze. Ich weiß nicht, wie der Böpp hier das immer macht. Das ist Magie. Bob-Magie. Magie. Okay, wir bleiben bei Magie. Hier sind... Also ich komme immer mit der Maus hier an das Ding da unten. An das Ding? Hier sind so Schriften. Wie nehme ich das? Gedrückt halten und jetzt R gedrückt halten und dann drehen. Kann ich das aufnehmen oder so? Du hast es schon genug. Zerstör den Boden. Ich kann das ja auch ranholen, ne? Pflanzenreich. Aber... Du musst zuerst eine Laterne pillen. Achso, ich hatte gerade irgendwas. Was? Okay. Hab ich nicht gerade irgendwas gehört? Ja, pflanzenreich. Komisch. Deutsch. So ganz schön deutsch, ja, das stimmt. Was steht hier? B. Nee. Vegetal? Vegetale? Ja. Bestimmt. Bestimmt, ne? Irgendwie sowas. Irgendwas mit Pflanzen. Warum? Das ist ein richtig schweres Buch, hast du das gemerkt? Wirf mal richtig hoch hier. Wow, beunruhigende Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Er kann wieder verbessert werden, wenn du Rätsel löst und weiter vorankommst. Ja, dann? Nein! Warum haben wir das warum wollen wir das spielen? Ja, weil du hier rechts erstmal rein musst. Scheiße. Meine Nase juckt. On camera. On camera. Das wird oft passieren. Das wird richtig oft passieren. Aha, Alter, ich werd wahnsinnig. In jeder Ecke gucken. Kann ich mich erstmal unter das Wasser stellen und. Erstmal frisch machen. Ja, wirklich, irgendwie klarkommen oder so. Hier steht doch bestimmt noch was rum, genau hier sind. Zunderbüchsen. Irgendwie noch. Er hat jetzt irgendwas von Rätseln gesagt. Kann ich springen? Ja. Geil. Guck mal in der Ecke hinter dir. Hey, in der Ecke. War da nicht noch eine Kiste oder irgendwas? Ja, hier ist noch eine Kiste. Wahrscheinlich muss ich mir hier so ein... Hä, ich hab die doch gerade... Hab ich gerade irgendwas aufgenommen? Ich glaube ja, ich muss hier hoch. Und los. Aber... Ah, jetzt. Baust du jetzt einen Kistenturm? Ich baue einen Kistenturm. Alles klar. Hä, hey, was soll denn sonst? Kann ja sein, dass du Kistenhaufen bastelst. Ob ich einen Kistenhaufen bastle, ist immer noch meine Sache, Bob. Ja, du bist der Kistenhaufen-Bastel-Beauftragte. Das ist absolut richtig. So. Ah, da ist noch eine Kiste. Die werden wir auch brauchen. Ich hab sie. Ich hab sie. Oh, Physik! Und los. Nee, ich bin noch zu. Ein bisschen weiter weg. Okay. Ich habe diese Kiste runtergeworfen. Ich komme nicht rauf. Haben wir irgendwie noch eine Kiste? Ja. Echt? Eine Ecke hast du noch nicht überprüft. Das stimmt. Oh, guck mal, hier sind ganz viele Kisten. Nice. Ich glaube, die sind auch nicht ohne Grund da. Ich glaube, ich baue hier gerade noch richtig mies. Erstmal bringe ich alle Kisten dahin, wo sie sein sollen. So.
Nein! Domino Day! Nee, Jenga, oder? Auch. Ist nicht das Gleiche? Nee. Jenga ist dieser Holzturm, wo du immer so ein Holz rausnehmen musst. Ich weiß. Domino Day ist immer, wo du Dominosteine umkippst. Okay, ich würde gern die Kisten so ein bisschen... Warte, hier war noch eine. So. Das wird nicht besser, habe ich das Gefühl. Aber höher. Warte, wenn ich die untere Kiste nehme, kann ich dann den ganzen... Ja! Dann kannst du den ganzen Turm zum Einsturz bringen. Ja. Aber immerhin kann ich das. So. Ich muss jetzt nur... Pass mal auf, warte mal. Ich will mal hier noch ein bisschen... Einfach das ein bisschen sicherer haben. Nein. Achso, mit R kann ich das ja noch so drehen. Okay, so, wenn ich jetzt... Bin ich natürlich noch lange nicht hoch genug. Aber... Wenn ich das so mache... Ich will jetzt mal gucken, wie hoch ich bisher komme. So. Die Frage ist nur, hält er sich dann da fest? Hep. So. Mann! Wir haben übrigens, auch wenn wir die Level abwechselnd machen, haben wir uns entschlossen dazu zu sagen, wenn jemand absolut nicht weiterkommt, kann auch gerne der andere einspringen. Ne? Wir sind da flexibel. Also ich. Ja. Aber... Aber nicht hier, oh, ist gruselig, du musst weiterspielen. Nee, nee, es geht nicht um den Gruselfaktor. Okay. Es geht eher um den Frustfaktor. Es geht um den Frustfaktor. Der fällt gleich wieder... Ah, hat er ein Glück. Komm mal mit. Das wird doch wieder nichts. Jetzt komme ich aber... Na doch. Hast du noch ein paar andere Kisten? Ja, ja, ich überlege nur gerade, wie ich am besten hochkomme. Dann. Wenn ich mir jetzt den Weg hier verbaue, dann hochkomme, dann... Ah! Ich habe die Kiste weggeworfen. Ja, dann hast du Rechtsklick gemacht. Ist richtig. Nee, ich bin so an die Seite oder so gekommen. Eigentlich wirfst du Sachen mit Rechtsklick weg. Okay. Ja, was weiß ich, Mensch. Ist das meine Maus oder deine? Meine. Siehste. Nee, zu weit. Achso, um schon mal das vorwegzunehmen. Durchschnittliche Durchspielzeit ist so 9 Stunden. Mhm. Wir werden vermutlich länger brauchen. Wenn das so weitergeht, dann auf jeden Fall. Oh nein, jetzt kommt der nicht hoch. Daniel, du Idiot! Aha. Oh. Aber, na, wir sind noch nicht auf der... Höher geht noch. Nein! Ist die Kiste wieder runter? Nee, ist sie nicht. Nee, die ist noch oben. Wer denkt sich denn so einen Blödsinn aus, ey? Jetzt mal ganz ehrlich. Hast du irgendwie eine Anleitung, wie ich das hier besser machen soll? Nö. Mach ich es überhaupt gerade richtig? Was hast du denn vor? Ich will da hochklettern. Dann weiß ich nicht, ob du das richtig machst. Muss ich überhaupt da hochklettern? Nein. Nicht? Nein. Ich meinte bloß, dass du in den Ecken gucken sollst, falls irgendwelche Zunderbüffel... Ah, ich hasse dich. Wo muss ich denn jetzt lang? Na, nicht da hoch. Ach, weißt du, ey. Es ist dunkel hier. Ich geh jetzt außerdem, einfach... du musst doch nur in die Mementos gucken. So, ich muss keine anklicken. So, ja, ich folge ich halt einfach der Spur. Aber folge ihr noch nicht sofort in den Raum. Warum nicht? Ja, du weißt doch, immer wieder rechts und links mal ein bisschen gucken. Jetzt nicht unbedingt Kistentürme bauen, aber halt immer mal so gucken, ob... Habe ich jetzt hier echt 10 Minuten verschwendet, indem ich... Hat herzlich willkommen zu Amnesia The Dark Descent, gespielt von ButchBob42. Hier ist ein Buch.
Ach, der Zeitraffer hat das bestimmt geregelt. Meh, meh, meh. Was steht hier? Niemand kann das lesen. Na, Pflanzen rein. Achso, ja. Ist hier eine Tür, die ich zustoßen kann? Nee. Digi-Wirbelstürme in Räumen sind, Hier ist eine Laterne. Geil. Du hast die Laterne aufgehoben, sie ist mit Öl gefüllt, kannst du sie mit F oder X einem Doppelklick auf die entsprechende Symbole im Bestand einzünden. Ja, was auch immer. Hier ist noch ein Buch. Hier sind lose Blätter. Was passiert denn da? Ja, das Problem war, die haben halt gerade irgendwie von Rätsel lösen. Hier, du kannst Rätsel lösen. Guck mal. Egal. Ich guck doch noch weiter. Ich bin noch lange nicht fertig, Mensch. Traut mir auch gar nicht zu. Aber das ist doch der Grund. Du hast den Kistenturm 10 Minuten gebaut. Ey, komm, es sah aber wirklich so aus. Es war ein schöner Kistenturm auf jeden Fall. Das. Ja, schmeiß ihn weg. Bam! Das mache ich übrigens mit deinen Pflanzen auch noch. Ich nehme Lehmer und hau sie gegen die Wand. Du bist gerade einfach dreimal in der Kiste vorbeigelaufen, ja. Was? Ist da was drin? Ja. Ach, die kann man aufmachen? Ja. Also ich muss ja wenigstens jetzt am Anfang noch Tipps geben. Ja, das kannst du schon noch. Sicher das ganze Spiel über durch. Wir müssen ja irgendwann fertig werden. So, die wollen, dass ich jetzt die Laterne anmache. Kann sie aber vergessen. Mach hier keine Laterne an. Das aber auch nicht. Lass noch mal ein bisschen wahnsinnig werden. Man sieht auch richtig hier, das verschwimmt alles da unten, ne? Das ist schon lustig. Guten Tag, Sir. So, hier ist doch schon wieder entspannter. Mhm. Erdbeben. Bitte was? Was geben? Die kann ich jetzt aber nicht öffnen, oder was? Sieht nicht so aus. Kannst ja einen Turm damit bauen. Ach, halt die Chance. Buch kann ich auch nicht lesen. Nee. Ah, hier, ich kann mich ein bisschen aufwärmen. Das ist so schön. Kann ich irgendwie mich hinhocken? Ja. Schön. Gucken wir einfach noch ein bisschen um. Irgendwie muss es ja wohl noch Zunderbüchsen geben oder so. Schmeiß die Kisten. La la. La la. Guck. Habe ich doch gesagt, da ist noch eine. Könnt natürlich auch alle Bücher noch rausnehmen. Gucken, ob dahinter noch was ist. Sieht aber nicht so aus. Was? Was? Nochmal pflanzenreich. Oh. Ja. Ja gut, die haben ja noch ein paar Exemplare davon. Deswegen ja. Aber genau, Brandschutz. Hier herrscht Helmpflicht. Wow, das war die Kamera von alleine. Du hast die Quelle gefunden. Aufgenommenes Öl. Mit dem Öl nicht sparsam. Die Laterne verbraucht Öl, wenn sie angezündet ist. Für mehr Öl klicke im Bestand doppelt auf das entsprechende Symbol. Ja, schmeiß es weg. Oh, oh. Ja. So, lesen. 1839. Daniels Notiz an sich selber. Ich würde das gerne lesen, aber er liest das schon vor. Don't be afraid, Daniel. Vielleicht können wir das noch ausschalten. I can't tell you why, but no. Weiß nicht. I choose to forget. Lest mal kurz selber. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. It's not Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you.
It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Er sagt ja nicht mal, töte ihn, sondern ermorde ihn. Na gut, am Anfang hat er gesagt, kill him. Also das war, ja, töte ihn. Also wir sind Daniel. Ja. Also wir müssen ja die Story ein bisschen zusammenpuzzeln. Okay. Wir sind Daniel. Ja. Wir haben uns selbst eine Notiz geschrieben, in der wir erklären, Alexander von Brandenburg töten sollen. Ja. Also der uns sagt, dass wir Alexander von... Ja. Ja. Dann... Immer los. Er ist im inneren, was? Innerem Heiligtum oder so? Ja, kommt einfach nicht mehr rein. Bauen Kistenturm. Do it. Ich brauche heute keinen Kistenturm mehr. Ich habe schon genug Kisten in meinem Leben. Kistenturm in meinem Leben gebaut. Jetzt sind wir noch Medizin. Zwei noch drin. Ach, und ein Schatten. Ein Schatten verfolgt uns. Genau. Und wir versuchen so lange wie möglich zu entkommen. Ja, denn there is no fighting in... There is no fighting the shadow. So, jetzt aber die Frage. Hier ist keine Tür mehr. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Dann würde ich sagen, bau erstmal einen Kistenturm. Wenn du nicht weiter weißt, bau einen Kistenturm. Jetzt haben wir uns selbst den Weg versperrt. Wie immer. Hallo. Eigentlich will ich nicht zurück. Dann geh nicht zurück. Aber wir müssen zurück, oder? Das weiß ich nicht. Na, gucke mal, es geht ja nicht weiter. Bob, wir spielen das ja zusammen. Ja. Schon so ein bisschen. Was, soll ich dir jetzt alles sagen? Nein, du sollst mir nicht alles sagen, aber ich möchte... Guck dich halt im Raum um. Ich guck mich doch im Raum um. Und dann findet man diesen Schalter. Zieh nach oben. Fallen die Flaschen aus dem Schrank. Die Flaschen aus dem Schrank. Okay. Jetzt hier rein? Da, geh da rein. Da ist eine Tür. Oh, Eingangshalle. Ja, nächstes Level. Nächstes Level? Nächstes Level. Ist die Folge vorbei? Ja. Danke fürs Einschalten. Die Turmbaufolge ist jetzt vorbei. Die Turmbaufolge ist vorbei. Danke fürs Einschalten. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst einfach ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann seht ihr uns auch, wie wir uns in der nächsten Folge ängstigen. Du bist dran. Tschüss.